Sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, mein Name ist Matthias Scharinger. Jetzt berichte ich vom dritten und letzten Teil meiner Reise ohne Geld ins Baltikum 2014. Danach bin ich nach Tallinn, der Hauptstadt Estlands, getrennt und wollte dort auch die Institution besuchen, die die Unterlagen für das Memory of the World Programm des Baltischen Weges beherbergt. Da habe ich dann erfahren, dass diese Institution nicht in Tallinn, der Hauptstadt Estlands, ist, sondern in fällt jetzt der Name nicht ein. Auf jeden Fall bin ich da in diese Stadt getrennt, aber die Institution hatte geschlossen. Dann bin ich wieder zurück nach Tallinn. Da habe ich dann eine Nacht in einem Stadtpark geschlafen. Und dann bin ich wieder Richtung Vilna, der Hauptstadt Lettlands, getrennt. Unterwegs habe ich einen Mann getroffen, der mich auch gerne beherbergt hat. Der hat irgendwie Verwandtschaft besucht. Und am nächsten Tag bin ich dann, nach dem Aufstehen habe ich mich auf dem Nachhauseweg zuerst mal Richtung Polen gemacht. Kurz hinter der Grenze zu Polen, ich habe in Suwalki, habe ich zwei junge Männer aus Litauen getroffen. Und die haben mich dann bis in die Nähe von Berlin gemacht. Sie wohnen in Litauen, aber arbeiten im Vereinigten Königreich und waren eben auf dem Weg in die Arbeit. Und genau, nach einigen Hin und Her mit ein paar Anhalter bin ich dann an einem Montag, ich glaube nach 3 Wochen, wieder nach Passau zurückgekehrt. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen.